Die Marille und die Pfirsich gehören zur botanischen Gruppe der Rosengewächse. Heute dreht sich eben alles um diese Produkte bzw. um dieses Obst. Herzlich willkommen zu den Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um aromatische Produkte, um aromatisches Obst. Dazu begrüße ich recht herzlich von der Mosel Hubertus Fallender aus Pommern. Hubertus, servus. Servus, grüß dich. Hubertus, gehen wir gleich in medias res. Was ist für dich von der Aromatik eine perfekte Marille? Also die Marille ist ja eine sehr, sehr voluminöse Frucht. Das heißt, sie ist in der Nase unglaublich gewaltig. Und wenn da so dieses fruchtige, tropfige rüberkommt, minzige, dann ist sie für mich perfekt, weil dann ist sie auch in der Sekunde zu erkennen. Und das ist für mich immer das Wichtige bei einer so opulenten Frucht. Wie stehst du zu den grünen Tönen, zu Töne, die ins Methol, die in Eukalyptus hineingehen, beziehungsweise wie stehst du zu den ganzen Bitter-Mandel-Marzipan-Tönen in diesem Produkt? Ja, wie schon gesagt, Minze ist typisch für eine Marille. Das geht ja schon in diese grüne Richtung, wobei ein Steinton sehr verhalten sein sollte, eher im Hintergrund. Da kommt es auf die Verbindung zwischen des Fruchtvolumens und des Steines an. Ein übertriebener Steinton hört nicht in eine Marille. Was ist für die der große Unterschied zu einer gelben Pfirsich? Jetzt, gut, also Marille und Pfirsich ist ja zweierlei. Ja. Wir waren ja bei der Marillen und wenn ich jetzt beim Pfirsich bin, auch sehr aromatisch, aber sehr viel zurückhaltender wie die Marille. Und beim gelben Pfirsich merkt man das, es ist eine Filigranität da, es ist nicht dieses Volumen da wie bei der Marille. Und das ist schon der große Unterschied. Der eine ein femininer Ausdruck, der andere eher maskulin. Die Fruchtester bei der Marille sind ja auch wesentlich intensiver als bei der Pfirsich, oder? Ja gut, Fruchtester, also die oxidierten Säuren, sind ja das, was wir riechen. Und wenn wir eine opulentere Nase haben, haben wir auch wesentlich mehr Fruchtester. Das bedingt einfach die Natur. Und der Pfirsich ist zurückhaltender, manchmal auch erst im zweiten Schritt zu erkennen. Und wenn wir jetzt mal weißer und roter Pfirsich vergleichen, so ist der Weiße mit mehr Estern gesegnet als der Rote. Bei uns in Österreich, zum Beispiel in der Steiermark, haben wir in den Berngärten ja auch die Weinbergpfirsich. Aber die Weinbergpfirsich, die weiße und die rote Weinbergpfirsich, die in deiner Gegend kultiviert werden, sind ja von Aromatik komplett anders, oder? Ja, nicht unbedingt. Es ist nur von der klimatischen Bedingung anders. Das heißt, wir haben hier an der Mosel das Mikroklima und ursprünglich kommt ja dieser Pfirsich aus China und kam dann vor über 2000 Jahren hier in Europa an, auch in der Steiermark. Und wir haben hier nur mehr Spezies von diesen Sorten und wir haben helle als auch rote und die Steiermark hat fast vorwiegend helle. Es gibt nur ein paar Anbauer, die den Roten gepflanzt haben. Erzähl mir über die rote Weinbergpfirsich. Was ist das Spektrum, das Aromatische von dieser tollen Frucht? Also wenn man ihn sieht, ist er eigentlich gar nicht so freundlich. Er hat wie hier, man sieht eine pelzige Haut. Das ist, kann man so abschaben. Und das ist ja auch wichtig, dass das bei der Verarbeitung gemacht wird. Aber wenn man ihn dann aufschneidet, ist er purpurrot innen und hat eine ganz eigene Aromatik. Und das erzeugt auch bei der Verarbeitung, wenn man die Destillation und die Vergärung im Griff hat, eine Dichte, die eigentlich höher ist wie die beim Weißen Pfirsich. Kommen wir zur Destillation, zum fertigen Produkt. Ich kann mich erinnern, du hast ja in letzter Zeit bei uns beim World Spirits Award einen Weinbergpfirsich eingereicht, der nicht top bei der Bewertung punktiert wurde, aber nach 2 Jahren war dieses Produkt ein totaler Wahnsinn. Wie erklärst du dir das? Ja, es ist so, der Pfirsich braucht Zeit und nach 2 Jahren, nach 3 Jahren, der wird immer besser. Die Erfahrung haben wir und wenn wir halt eine schlechte Bewertung, es war nur Gold,
mal nur sehen, kann das sehr schnell auch zu Doppelgold führen, wenn man eben noch ein, zwei Jahre Zeit gibt. Ich kann nur sagen, wir haben heuer beim Verkostertraining im Rahmen der Academy dieses Produkt wieder verkostet. Das war Minimum nach zwei Jahren Doppelgold, also 96 Punkte. Gratuliere im Nachhinein noch einmal. Aber du weißt, ja, jede Bewertung ist eine Momentaufnahme und so müssen wir das abarbeiten. Hubertus, ich danke dir, dass du uns zur Verfügung gestanden bist, uns ein bisschen Nachhilfe zu Marelle um Pfirsich zu geben. Liebe Zuschauer, bei euch bedanke ich mich wieder recht herzlich und sage Servus, ja, bis zur nächsten Folge von Inside World Spirit Shots. Danke fürs Zusehen.